Das Schicksal des Drachenbluts. In den Weiten von Himmelsrand, einem rauen und gefährlichen Land, kämpfte ein Held namens Aldritsch. Er war ein einfacher Bauer aus dem kleinen Dorf Faltenring, doch sein Schicksal sollte sich für immer ändern. Ein alter Wanderer hatte ihm von seiner wahren Bestimmung erzählt. Aldritsch war das Drachenblut, der Auserwählte, der die Macht besaß, die gefährlichen Drachen zu bezwingen. Aldritsch entschied sich, seinen gewohnten Alltag hinter sich zu lassen und seine Reise als Drachenblut zu beginnen. Er durchstreifte die wilden Landschaften von Himmelsrand, bekämpfte Banditen und Trolle und nahm Aufträge als Söldner an, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch seine wahren Ziele lagen weit darüber hinaus. Während seiner Reise traf Aldritsch auf zahlreiche interessante Personen. Da war Lydia, eine tapfere Kriegerin, die ihm als treue Gefährtin zur Seite stand. Gemeinsam durchstreiften sie uralte Katakomben, kämpften gegen mächtige Drauge und fanden wertvolle Schätze. Doch immer wieder wurde Aldritsch von Visionen heimgesucht, die ihn in die Nordruinen führten, wo die Drachen schliefen. Eines Tages erreichte Aldritsch das abgelegene Dorf Weißlauf. Dort traf er auf den Jarl Balkruf, einen mächtigen Herrscher, der von einer bevorstehenden Drachenbedrohung erfuhr. Aldritsch bot seine Hilfe an und gemeinsam mit Balkrufs Leuten stellten sie sich dem Drachen Mirmolnir. In einem erbitterten Kampf gelang es Aldritsch, den Drachen zu besiegen und seine Seele aufzunehmen. Dieses Ereignis bestätigte Aldritsch, dass er das wahre Drachenblut war. Doch der Kampf war noch lange nicht vorbei. Eine düstere Prophezeiung besagte, dass Aldritsch gegen den gefürchteten Drachen Alduin antreten musste, den Weltfresser, der drohte, Himmelsrand zu vernichten. Aldritsch begab sich auf die Suche nach den uralten Schreinen der Graubärte, um von ihnen zu lernen und seine Fähigkeiten als Drachenblut weiterzuentwickeln. Die Graubärte lehrten Aldritsch den mächtigen Schrei Fußro dar, mit dem er seine Feinde zurückstoßen konnte. Sie wiesen ihn auch auf die uralte Drachenmauer hin, auf der die Worte der Macht geschrieben standen. Durch das Studium der Mauer konnte Aldritsch neue Schreie erlernen und seine Kräfte weiter verstärken. Mit der Zeit erfuhr Aldritsch von den Drachenpriestern, uralten Magirn, die einst Himmelsrand beherrschten. Er musste gegen sie antreten und ihre mächtigen Masken sammeln, um seine Macht gegen Alduin zu stärken. Es war ein gefährliches Unterfangen, aber Aldritsch schaffte es, die Priester zu besiegen und ihre Masken zu erlangen. Schließlich war es an der Zeit, dass Aldritsch den Kampf gegen Alduin aufnahm. Die Schlacht fand hoch oben auf dem Gipfel des Halses der Welt statt, wo die Nordvölker seit Jahrhunderten ihre alten Traditionen pflegten. Die Graubärte und zahlreiche Verbündete versammelten sich, um Aldritsch zu unterstützen. Der Kampf gegen Alduin war episch. Die beiden Drachenblüter trafen aufeinander und entfesselten ihre Kräfte. Feuerschüsse und Donner erschütterten den Himmel über Himmelsrand. Doch am Ende triumphierte Aldritsch über Alduin. Er bahnte den Weltfresser und rettete Himmelsrand vor der Vernichtung. Als der Himmel sich klärte und die Schlacht vorüber war, wurde Aldritsch von den Bewohnern Himmelsrands als wahrer Held gefeiert. Er hatte seine Bestimmung erfüllt und die Welt gerettet. Doch Aldritsch war bescheiden und kehrte in sein Dorf Faltenring zurück, um sein einfaches Leben wieder aufzunehmen. Die Geschichte von Aldritsch, dem Drachenblut, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sein Mut und seine Tapferkeit inspirierten unzählige Menschen in Himmelsrand. Aldritsch jedoch blieb bescheiden und erinnerte sich immer daran, dass es das Schicksal war, das ihn zum Helden gemacht hatte. So endete die Geschichte des Drachenbluts, der seine Bestimmung fand und die Welt vor dem Untergang bewahrte. Doch die Legende von Aldritsch, dem Helden von Himmelsrand, würde in den Liedern und Geschichten der Nordvölker für immer weiterleben.